Hallöchen, liebe Waifus und Husbandos der Meso-Manga. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Privateinsatz Manga Nummer 17. Und wie ihr im heutigen Hintergrund bereits seht, ist unser heutiger Star-Manga kein geringerer als Boku no Hero Academia, a.k.a. My Hero Academia. Bei uns hierzulande auf... Machen wir es so. Bei uns hierzulande auf Deutsch erhältlich, unter dem Carlsen-Manga-Banner. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich habe den Manga ja schon mal geholt. Ich glaube Seven Seas, oder wer bringt das raus? Kodansha? Nee, Kodansha nicht. Ich glaube, nee, Quatsch. Seven Seas, oder? Bringt, wie auch immer. Auf jeden Fall, im Englischen wird der Manga bereits vertrieben. Jedoch habe ich den ersten Band gelesen und irgendwie hat mir was gefehlt. Und ich bin irgendwie die ganze Zeit nicht so drauf gekommen, was mir gefehlt hat. Und ich weiß es jetzt. Ich weiß es jetzt tatsächlich. Mir hat das gefehlt, was mir eigentlich auch bei Manga wie jetzt aktuell Black Clover fehlt. Die Fanbase hat mir gefehlt. Eine Fanbase, die vielleicht auch hyped, wo ich sagen muss, da ist für mich, auch wie in der Richtung One Piece, ist das für mich kein negativer Hype, sondern das ist ein Hype, der einfach diese ganze, die ja immer wieder irgendwelche Daten ins Gehirn ruft, du dann nochmal aus Neugier irgendwas nachcheckst. Da gibt's ja dann diese grenzgenialen Wikis, also diese Wikipedias zu den einzelnen Franchises, wo man sich dann nochmal erkundigt, wo dann Fans dran sind und Zeugs reinschreiben und man selber noch mitwirkt und noch da hier was verfeinert und dann die coolen Fanarts und irgendwelche coolen, keine Ahnung, Fanart muss nicht zwangsweise Zeichnung sein, können irgendwelche coolen Videos dazu sein, irgendwelche ausgedachten Tracks oder Remixes von den Anime-Serien, von den Tracks und so weiter und so fort. Das hat mir bei Black Clover gefehlt, weil es noch zu wenig Leute gibt, die da tatsächlich drüber reden, und ich glaube auch, dabei wird es auch bleiben, weil Black Clover hat einfach einen sehr negative Aussagen vieler Leute, die den Manga scheinbar leider nicht so gut finden, wie ich es tue. Und aber was halt quasi unser nächstes Naruto ist, da bin ich mir eigentlich schon sehr sicher, ist halt hier My Hero Academia. Ich habe es mir jetzt trotzdem mal, also was heißt trotzdem, sondern einfach wegen euch dort draußen, weil ihr da den Manga ja auch sehr hypt, habe ich mir den jetzt mal gegönnt. Und zwar mit gegönnt, meine ich richtig gegönnt. Da sieht man, 2, 3, 4, macht er noch weiter? Er macht noch weiter, ist ja wahnsinnig. Das kann doch nicht sein, aber jetzt ist Schluss, oder? Oh mein Gott! Ja, also ich lege den mal so lang hier hin. Die ersten 6 Bände habe ich nun, gelesen habe ich noch nichts davon. Ist auch erst mehr oder minder heute gekommen. Trotzdem muss ich sagen, ich bin noch etwas vorsichtig. Ich glaube schon, dass es mir gefallen könnte, aber zwei Sachen sind halt bei mir extrem da im Zweifel. Zum einen, ich mag keine Superhelden. Hier, dein Spider-Man, dein Superman, dein X-Man, die kannst du von mir wegbleiben. Also, ich habe da eher weniger Interesse dran. Ich bin da auch nicht so leicht zu begeistern. Ich bin eigentlich sehr leicht zu begeistern, was Superpowers und so angeht, aber mich interessieren so diese Superhelden, wie man sie unter dem Namen halt nur mal kennt, diese Ami-Superhelden und so weiter, interessieren mich halt null. Und da habe ich ein bisschen Probleme, also beziehungsweise das war mein Vorurteil auch Boku no Hero Academia gegenüber, dass ich sage so, ey, das ist vielleicht nicht so mein Ding. Dann ist der Hauptcharakter noch so ein Charakter, wo ich sage, der ist auch nicht so jetzt so, es ist ein definitiv mal cool, einen anderen Typen von Hauptcharakter zu haben, aber irgendwie weiß ich noch nicht so ganz, was ich von ihm halten soll. Bin auf jeden Fall aber nach wie vor gespannt und bin da gerne offen und gebe mir den Manga auf jeden Fall mal und werde dann wahrscheinlich irgendwann mal ein Gelaber-Video dazu machen. Gehe ich sehr fest von aus. Wenn es mir gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Oder vielleicht doch dann erst recht.
Wie auch immer, den haben wir auf jeden Fall jetzt mal abgehakt. Ich glaube, Boku no Hero Academia kennt eigentlich jeder. Ich werde es trotzdem noch mal ganz kurz hier einen Blick reinwerfen, wenn die Kamera sich wieder fokussiert. Dankeschön. Es geht einfach um eine Welt, in der normale Menschen existieren und Menschen mit. Was ist denn das? Was ist denn? Und das. Okay, sorry, das war gemein, aber es muss jetzt sein. Es ist wunderschön. Kann ich mir auf meinen linken Pobacken kleben. Und dann fängt der an zu leuchten nachts. Ist ja toll. Es geht halt um Menschen und Superhelden quasi, also Menschen mit extremen Superkräften, die man eben halt Quirks nennt in dieser Welt. Und darum geht es einfach. Und dass es manche eben Leute gibt, die einfach niemals Superhelden werden können. Selbst wenn sie es wollten. Und dementsprechend, ja, was soll man so sagen, haben wir eben halt einen Hauptcharakter, der bekommt aber die Möglichkeit, eben jene Superheldenkräfte zu bekommen. Obwohl er ein Normalsterblicher ist, ohne Superpowers. Und darum dreht sich der Manga, mehr oder minder. Und halt eben so ein bisschen so School-Story. Ich habe jetzt im Anime neulich gesehen, dass es so eine Art wie so eine Art Turnier gibt. Also, es ma er findet, glaube ich, das Rad jetzt nicht unbedingt neu. Das habe ich auch schon auf Twitter gelesen, so nach dem Motto, der macht jetzt auch nichts anderes als der typische Shonen-Manga sowieso. Aber ich. Was mir deswegen auch, also ich kaufe mir auch unter anderem deswegen die Shonen-Manga zurzeit ein bisschen mehr, weil ich wieder auf den Genuss gekommen bin und ich jahrelang eher so ein bisschen Abstand davon gehalten habe, weil ich eigentlich nicht mehr so die Motivation hatte. Und es freut mich, dass ich diese leichte Begeisterung für diese Art von Geschichten wieder irgendwie bekommen habe. Ich glaube, das haben wir auch ein Stück weit Dragon Ball Super zu verdanken, weil mich das Ganze dann nochmal irgendwie sensibilisiert hat auf das Thema. So, dann gehen wir doch in den englischen Bereich über. Dort haben wir einen. Kennt ihr diesen? Es gibt so eine Mangas, die kaufst du. Und die kaufst du und kaufst du und kaufst du. Du hast Band 1 nicht gelesen. Dann kaufst Band 2. Band 1 immer noch nicht gelesen. Du kaufst Band 3. Band 1 immer noch nicht gelesen. Und da reiht sich bei mir Witchcraft Works an. Ich werde hier jetzt absichtlich nicht reinschauen, weil es ist halt schon Band 3. Witchcraft Works. Ey, ich hab Wallpaper dazu gesehen. Ich habe Ausschnitte vom Manga gesehen. Es hat mich so angesprochen. Ich fand es so cool einfach, quasi mal auch so ein Reverse-Setting zu haben, wo die Frau mal stark ist und den etwas schwächlicheren, oder sagen wir mal, den Jungen zu beschützen, der ihr scheinbar was wert ist und gleichzeitig aber auch ja nicht zaubern kann und deswegen automatisch schwächer ist. Das fand ich einfach mal eine coole Idee und ich habe es aber bisher einfach noch nicht gelesen, wie halt so viel anderes. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen, aber im Grunde habe ich euch ja die Prämisse jetzt erklärt. Mehr kann ich dazu jetzt aber auch nicht sagen. Wo ich mich sehr gefreut habe, ein Ecchi-Manga, auf den ich sehr, sehr gespannt war, weil der braucht ewig oder allgemein Project Age oder Digital Manga Publishing oder es gibt so ein paar Kandidaten, die brauchen echt ewig für ihre Manga, bis sie die releasen. Sie haben die Lizenz, sie haben das Nötige, um es rauszubringen, aber irgendwas dauert noch ewig, bis der Manga dann rauskommt. Teilweise wartet man halt schon so, ja, gut, man muss fairerweise dazu sagen, ich glaube, der Manga ist im Japan noch am Laufen. Wobei, ich glaube, das ist eine alte Info. Ich glaube, letztes, wo ich nachgeguckt habe, habe ich, glaube ich, gelesen, dass er in 4 Bänden abgeschlossen ist. Oder 5. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall braucht es irgendwie ewig, dass es rauskommt, was ich halt schade finde. Das liegt halt wahrscheinlich daran, weil die normalerweise nur reine Ero-Hentai-Werke halt quasi publishen und dementsprechend die Käuferschaft jetzt nicht so gigantisch ist. Weil sich ja die meisten auch das Ganze, wenn dann online lesen und sagen, ach, dafür zahle ich doch nicht und so weiter und so fort. Es gibt aber auch einfach Ecchi-Manga, die sie da rausbringen und die leiden dann halt auch ein bisschen darunter. Natürlich, klar, es ist ein Ecchi-Manga und
man kriegt das, was man erwartet, so dementsprechend. Aber ich mag nun mal den Zeichenstil eben von dem, wie heißt er nochmal, Munio. Ai, Gott, ich kenne den teilweise nur unter japanischen Schriftzeichen. Akiyoshi Ota. Ist es der Zeichner? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt hast du mich eindeutig verwirrt. Was steht denn da drauf? Nee, Munio. Munio ist der Zeichner gewesen, genau, der Mangaka. Ist auch wieder so ein Pixiv-Member, ne? Also das ist halt auch sehr faszinierend zu sehen, wie in Japan die Leute, die Mangaka, teilweise via Pixiv entdeckt werden. Und dann auf einmal, bäm, los geht's, Mangaka-Karriere. Ist witzig. Ja, wie gesagt halt, See Me After Class, der dritte Band, es macht nach wie vor Spaß, es ist nichts Besonderes so gesehen, aber ab und zu muss auch so mal sowas mal ran. Und ich habe ja sowieso einen so breit gefächerten Geschmack und je nach Stimmung schnappe ich mir halt ein anderes Werk und ab und zu darf es auch einfach mal, um es mal so zu sagen, hirntot, lustig und unterhaltsam sein, ist auch okay. Und wenn man dabei noch was angucken kann, was ein wo das Auge sagt, oh, das ist aber mal interessant, das verfolgen wir mal ein bisschen länger, dann ist das eben so und das ist auch gut so. So. Weiter geht's mit Species Domain. Species Domain ist ein Manga von Shunsuke Noru. Und der hat meines Erachtens nichts gezeichnet, was wir sonst irgendwie kennen. Species Domain ist auf dieser Monster Girl Welle einfach aufgesprungen und hat eben halt eine Schulstory gemacht. Ich glaube, ich habe es noch nicht gelesen, ist auch erst gekommen. Deswegen, aber diesmal sind es halt eben Elfen und Zwerge, ein Mädchen mit einem Bart. Das ist auf jeden Fall ein Manga, wo man gesagt hat, ey, das sieht so Banane aus, das muss ich mir mal angucken. Das Ganze wird von Seven Sea vertrieben aktuell. Gibt es vielleicht mal so. Da erkennt man zumindest schon mal. So, den Zeichenstil. Ich denke mal, der ist noch ein bisschen roh, wobei ich finde, der wirkt jetzt hier ganz, ganz nett. Es dreht sich wahrscheinlich einfach um eine Schule von diesen lauter besonderen Monster Girls. Und, oh, hat jemand geweint. Das ist aber. Wenn jemand weint, zeugt das für mich immer schon so ein bisschen. Das ist das Mädchen mit den. Bart, ey, das ist so. Okay, einfach so eine typische School Story, die halt. Was so, ja, mit Monster Girls halt. Ich finde es cool, zum einen, dass diese Monster Girl-Welle noch ordentlich schwappt, also dass da noch nichts, ja auch im japanischen Bereich noch nichts so nach dem Motto, oh, das ist ein Ding der Vergangenheit, da machen wir jetzt was Neues, sondern dass sie sich nach wie vor noch dran klammern, das finde ich gut. Zum einen. Zum anderen finde ich super, dass Seven Seas sich so für Monster Girls interessiert und involviert, weil ich finde einfach, das ist ein kreatives Thema, damit kann man sehr kreative Sachen machen oder auch nicht. Das ist aber natürlich immer so der Fall. Und aber es ist mal was Neues, was schon, also zum, sage ich mal, zum Standard, also jeden Standard-Manga, wo du sagst, oh, jetzt kann ich nicht mehr sehen, könnte man mit der Monster Girl-Thematik ein wenig aufwerten und kreativer gestalten. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr interessant. Zu sehen, was da so draus wird. So, next haben wir den vierten Band von Parasite oder Kisei Yu, wie es auch hier heißt. Von Panini nach wie vor braucht seine Zeit, aber ich lese jeden Band liebend gerne. Parasite hat eine richtig coole Story, tolle Charaktere, interessanter, wie soll ich sagen, Ansatz und eine interessante Ideologie. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil sollte sich jeder mal einfach angeschaut haben. Ist sehr gorehaft. Also es werden Menschen zerschnitten und zerplatzen und juhu. Es liegt daran, weil die Parasiten, die Namensgebenden, doch nicht sehr zimperlich sind. Aber fernab davon ist halt die Geschichte mit dem Hauptcharakter und Shinji hieß er, ne? Shinji hieß er, glaube ich. Großartig, einfach auch dieser Wandel von der Person. Macht richtig Spaß und es ist jedes Mal ein neues, tolles Event. Die fast schon Parodie zu Parasite, meiner Meinung nach, mit einem kleinen Ticken Humor. Kiss X Death dreht sich auch um Parasiten, aber die auch aus dem Weltall kommen, aber einen völlig anderen
Sinn quasi. Der Manga hat einen völlig anderen Sinn. Und meiner Meinung nach ist es aber wirklich einer der. Es ist halt einfach eine super Parodie auf Parasite. Man sieht so viele Parallelen. Das Ganze wird dann aber halt auf die so ein bisschen auf eine neumodische Art und Weise interpretiert und halt wie gesagt noch Humor reingeworfen. Das sind wie so diese typischen Geschichten, wenn man zum Beispiel irgendeinen Horrorfilm kennt, ne? Und dann eben halt dazu parallel oder irgendwie später, all die Jahre später, eine humoristische Parodie auf dieses Werk quasi folgt. Und so ähnlich kann man sich das irgendwie bei Parasite und Kiss X Death vorstellen. Parasite ist ganz klar besser, aber Kiss X Death ist einfach, ich sag mal, unterhaltsamer im Sinne von, man lacht auch mal und es ist sehr, sehr viel Geblödel dabei und sehr viele Momente, wo du denkst, okay, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Also, ich will nicht sagen, das ist auf seine Weise unterhaltsam, ja, und super interessant und geil. Also, wie gesagt, wesentlich besser. Aber das hat halt eine andere Art von Unterhaltung und ist nicht minder schlecht dadurch. Weil ich finde immer, man wertet das dann immer so, aber ich finde, solange es dich schafft zu unterhalten, ist eigentlich meiner Meinung nach alles gesagt. Dazu kommt noch Igai, Band Nummer 5, The Play Dead Alive von Tsukasa Saimura, der mir übrigens auf Twitter schon eines seiner neuesten Zeichnungen für irgendeinen Manga, den er in der Mache hat oder so, ich weiß nicht genau, was es ist, sondern Doujinshi, geschickt hat. Weil ich eines Abends mal die Muße hatte, ihm einfach zu sagen, danke. Danke für deine Zeichnung, danke für deine Arbeit. Hab das Ganze versucht, irgendwie zu gucken, wie das auf Japanisch geschrieben wird. Hab's ihm dann geschickt und er hat mit einem Bild und einem Danke geantwortet. Das fand ich sehr geil. Das war ein wirklich toller Moment. Und man merkt auch, er ist mit Leidenschaft dran und ich verfolge ihn auf Twitter und es macht so Spaß zu sehen, wie weit er mit den Zeichnungen ist und so weiter und so fort. Es ist so, und er freut sich auch, wenn. Das ist richtig so, das ist so richtig schön. Ich muss darüber mal ein eigenes Video machen. Das kommt irgendwann mal. Mangaka und Twitter oder Mangaka und Pixiv oder sowas. Irgendwie sowas, das muss ich mal machen. Es ist auf jeden Fall ganz toll. Wirklich super. Und ich freue mich auf Band 5. Einer der mit Abstand bisher geilsten Zombie-Manga, die ich so bisher gelesen habe. Also es ist kreativ, es ist cool, es ist spannend, es strotzt vor anderen Ideen und also da merkt man, dass er sehr wahrscheinlich sehr viel Zombie-Ahnung hat, also sehr viel Zombie-Filme und so weiter kennt und nicht immer irgendwie auf das Klischee geht oder mit den Erwartungen spielt und dann aber doch ein bisschen was anderes macht. Also schon sehr geil. Und zum Abschluss bringen wir etwas, was halt so gar nicht in das Bild jetzt passt unbedingt. Aber ich hatte ja die JoJo Week, oder wir hatten die JoJo Week. Und da hatten wir ja unter anderem einer der ältesten JoJo-Manga überhaupt, der ja bis heute, glaube ich, noch, oder zumindest in Japan auf jeden Fall der Ultra-Klassiker ist, seit 50 Jahren. Und der Manga ist jetzt auch schon älter, also der Band hier. Und das Ganze gab es mal auf Englisch und da habe ich mir gedacht, ey, ja, warum eigentlich nicht? Weil immerhin haben wir darüber geredet und ich wollte zumindest hier den ersten Band mal nicht nur in Händen halten, sondern ihr wisst ja, ich stehe auf Kuriositäten und ich mag auch alte Manga und ich wollte das einfach mal dazu packen. The Wonderful World of Sasae-san. Wer jetzt wissen will, worum es jetzt in Sasae-san geht, dem empfehle ich in der JoJo Week in der Playlist das allererste Video, das sich nennt Die Geschichte der JoJo-Manga. Könnt ihr auch von mir suchen. Da wird das thematisiert, ist glaube ich einer der ersten Manga, klar auch gleich, die wir thematisieren. Wer mehr dazu wissen will. Es sind halt kleine Comic-Strips, die halt wirklich eher in einem sehr amerikanisch fast schon Stil sind und sehr kurz gehalten, also so eigentlich schon so dieser klassische Vorkoma-Stil. Und wie gesagt, theoretisch gesehen einer der ersten richtigen Jojo-Manga. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir doch heute einiges erreicht. Wir haben die 20-Minuten-Marke gleich vor uns. Und deswegen sage ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, wünsche
euch noch einen wundervollen Tag, Abend oder whatever. Und ich sage wieder einmal, ciao. Bye bye.